So, da sind wir wieder. Und ich weiß immer noch nicht wirklich, wo das eisige Ödlein sein sollte. Also wir hatten einmal eine Entscheidungsmöglichkeit. Aber das war nur eine rein optische. Also damit konnte man sich ein bisschen umgucken. Aber man hat nicht wirklich einen anderen Weg gehen können. Wie hier zum Beispiel. Hier kann man sich ja nur drehen. Man kann nicht vorwärts gehen. Also da ging es zurück. Da geht es zum Eismann. Hier kann man sich auch wieder nur drehen. Da geht es zurück zum Eismann und da geht es wieder Richtung Feuerberg. Und hier kann man sich auch nur drehen. Also nö, wir haben keine Auswahlmöglichkeit auf diesem doofen Ding. Da geht's. Hier kann man sich nur drehen. Da geht es zum Eismann. Da geht es zurück. Gucken wir nochmal auf die Karte. Also, der ganze Bereich hier ist der Amboss der Dämmerung. Auch hier in diesem Eisfeld steht nirgendwo Ödland. Vielleicht ist mit Ödland das Ganze hier gemeint? Sieht hier nämlich alles ziemlich trostlos aus. Protest, Eiserner Titan, Burg des Bösen, Lava. Ja, so weit weg werden die Hände nicht gefallen sein. Ich denke mal schon, dass er wirklich diese Eisöde hier meint. Also, Öde ist ja einfach nur trist, immer das gleiche. Und hier sind überall nur Eisberge und Eisschollen. Also würde das schon passen. Aber hier ist nur ein Weg. Ha, vielleicht müssten wir da vorne irgendwo das Wasserelementar widerrufen. Vielleicht kann das ja hier durch die Eisdecke durchbrechen und irgendwie uns ins Ödland bringen. Oder müssen wir hier irgendwas auf dem Boden vielleicht suchen? Das könnte natürlich auch sein. Aber ich glaube, zwei riesige Hände wären uns aufgefallen, wenn die hier rumgelegen hätten. Oh. Mir fällt gerade was ein. Wir gehen einfach zu ihm hin und machen den Reparaturzauber. Auch wenn der, glaube ich, nur für von Menschen geschaffene Dinge galt. Gucken wir mal. Okay. Er wurde also wohl von Menschen geschaffen. Ich bin mit den alten Worten des Öffnens zurückgekehrt. Dann sprich sie aus. Arras Berthold Enigmas Balirest. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Der Amboss der Dämmerung wartet. Sehr schön. Neuer und wahrscheinlich letzter Dungeon. Das verspricht interessant zu werden. Oh, was hast du zu sagen? 9x9 misst dieses Feld, wo manche Tücken lauern. Hier treffen Heldin oder Held auf unsichtbare Mauern. Unsichtbare Mauern? Oh ja, ich sehe gerade. Hier kann ich nicht nach vorne gehen. Warum auch immer. Hier auch nicht. Und den Stein kann ich nicht bewegen. Dann legen wir doch mal einen von unseren wenigen Steinen auf das Ding darauf. Wir hätten mal wieder vom Feuerberg ein paar mehr Steine mitnehmen sollen. So, die Kiste ist leer. Und hier ist nur Krimskrams drin. Und wir haben immer noch einen Jadeschlüssel. Und einen eisernen Drachenschlüssel. Na gut. Nicht schwer genug. Was ist mit dir? Du wärst schwer genug. Ich kann immer noch nicht hier lang. Ich kann immer noch nicht hier lang. Und ich kann immer noch nicht den Stein an. Alter, komisch. Ah, hier sind Hebel. Na gut. Du kommst wieder mit. Ich kann immer noch nicht hier lang. Ich kann immer noch nicht hier lang. Und der Hebel hat anscheinend gar nichts gemacht. Was mit... Okay. Ich kann immer noch nicht hier lang. Kann da auch nicht lang. Du brauchst hier weder Kraft noch Trick und auch kein Muskelspiel. Geduld stattdessen und Geschick führen schon bald zum Ziel. Keine Kraft und kein Trick. Nur Geduld. Geduld habe ich eigentlich viel, aber nicht, wenn ich unbedingt ein Let's Play mache. Da will ich ja nicht, dass die Zuschauer eine halbe Stunde lang da sitzen und gucken, wie ich eine unsichtbare Wand anstarre.
Aber ich warte jetzt einfach ein paar Sekunden. Vielleicht geht dann ja hier irgendwas weg. Obwohl bisher nichts passiert ist. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Also hier haben wir die beiden Hebel. Die rosa Punkte sind an die beiden Gesichter, die die Tipps gegeben haben. Und die Hebel machen anscheinend nur den Stein hin und her. Und ich kann immer noch nicht nach vorne gehen. Und warum ist die Druckplatte jetzt... Die war eben noch gedrückt. Also, ohne dass wir drauf standen, waren sie gedrückt. Die jetzt nicht. Also, die Druckplatte ist durch den Stein gedrückt. Jetzt drücke ich nochmal einen Hebel. Und seht ihr, die ist immer noch gedrückt. Die jetzt auch. Wir kommen hier nicht durch. Komme hier immer noch nicht durch. Und ich will jetzt nicht auf die Platte treten, weil wenn ich da dann wieder runtergehe, dann wird sie wieder entdrückt. Ja, super Deutsch mal wieder. Da geht's nur raus. Also, die ist nach hinten, die ist nach hinten. Wir kommen nicht weiter. Stein ist im Weg. Wann dreht sich der Stein eigentlich? Drücke jetzt mal die linke nach vorne. Sie bewegt sich. Ich drücke die linke wieder nach hinten. Bewegt sich nicht. Vorne bewegt sich nicht. Also wenn man den Hebel nach vorne macht, wird der Stein bewegt, wenn er auf der Seite ist. Also wenn ich den rechten Hebel nach vorne mache, wird er von rechts weggeschubst. Wenn ich den linken Hebel nach vorne mache, wird er von links weggeschubst, wenn er dann drauf steht. Stellen wir uns mal im Weg. Okay, jetzt steht er auf keiner Druckplatte. Und ich kann ihn wieder zurückschubsen. Und er tut auch nicht weh, wenn er uns trifft. Also könnte das... Ah, ja, jetzt können wir weitergehen. Das war also der Trick, sich in den Weg schmeißen. Oh, da ist ein Stein. Der kommt auf jeden Fall mit. Da flackert eine Wand. Aber wir können hier nirgendwo lang gehen. Da ist eine Druckplatte. So, reicht da ein Stein? Bitte, bitte, bitte. Zwei Steine. Wie viele Blöcke haben wir? Wir haben einen Block hier und einen Block da. Ich mache jetzt einfach mal hier einen Block drauf. In der Hoffnung, dass es wirklich wichtig war. So. Noch ein Stein. Und eine Flackerwand, zu der wir sogar hinkommen. Was zum Geier bist du? Also im Amboss der Dämmerung wohnen komische Würmer. War nicht schlecht. Komische Würmer, die richtig viel aushalten. Oh, 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 oh. Und auch richtig gut austeilen. Aber das Ding scheint sich nicht zu bewegen. Ist ja auch nicht schlecht. Lieber sicher gehen. Von wegen, wir brauchen hier keine Kraft, oder? Was meinte er? Nur Geduld und Geschicklichkeit brauchen wir. Aber die Animationen sind echt cool teilweise. Ein bisschen kitschig, aber trotzdem cool. Überall sind unsichtbare Wände. Ein Block, den wir wahrscheinlich hätten in die Mitte schieben können. Oh, oder hier drauf. Noch viel mehr Druckplatten. Wir haben einen Steinblock, den können wir aber nur, wenn ich es richtig sehe, hier drauf schieben. Überall anders kommen wir nicht an. Jetzt haben wir hier jede Menge Teleporter.
Okay, fangen wir an zu markieren. Du bist jetzt A. Wo führt uns A hin? Zu noch einem Steinblock. A, Ausgang 1. Ist hier irgendwo so ein Killerwurm? Nee, A, aber Steine. Die kommen gleich mit. So, du bist jetzt B. Und du bringst uns da hin. Okay, B, Ausgang 1. Du bist jetzt C. Und du bringst uns auch dahin. C, Ausgang 1. Und es gibt kein C, Ausgang 2. Ha. Also wenn wir den Block dahin schieben, können wir ihn dahin schieben. Wir können aber nicht runterschieben, weil wir nicht oben rankommen. Also den Block können wir anscheinend nur darauf schieben. Aber vielleicht können wir den da durch einen Teleporter irgendwo anders hinbringen. Na gut, ich springe nochmal ganz kurz in A rein, um zu gucken, ob A vielleicht irgendwo noch einen anderen Ausgang hat, außer da unten. Nee. Auch der zweite Teleporterausgang ist hier. Das heißt, wir können den Block wohin schieben? Entweder nach rechts oder nach links. Rechts ist in der Sackgasse, links können wir ihn nicht weiter bewegen, weil er in der Ecke ist. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir erstmal wieder nach oben zurückkommen. Und dann können wir vielleicht durch eine von den Druckplatten hier einen Teleporter öffnen. Da flackert eine Wand, ist ja schön und gut, aber da kommen wir nicht zurück. So, die ist gedrückt. Der Teleporter ist weg. Der Teleporter ist wieder da. Ja, hoffen wir mal, dass unsere vier Steine reichen. Zwei, drei, jo, drei reichen. Gut, dann können wir kurz zurück, schieben den Stein schon mal auf die eine Druckplatte. Oh, dazu müssen wir hier oben rum. So, dich schieben wir jetzt einmal runter. Hier rum. Und schieb auf die Druckplatte. Was auch immer das gemacht hat. Ah, das hat hier hinten Teleporter aufgemacht. Schön, schön. So, jetzt nehmen wir die Steine wieder mit, weil der Teleporter da hinten ruhig wieder aufgehen kann, der da. Oh, kann er nicht. Die Druckplatte und die Druckplatte muss gedrückt sein, damit da ein Teleporter aufgeht. Hm. Also, alle vier Steine wieder drauf und gucken, ob dem wirklich so ist. Der Teleporter ist wieder weg. Ah, sehr komisch. Weil wegholen können wir den Stein noch nicht mehr. Die Druckplatte hier kann ich jetzt gar nicht mehr drücken, auch wenn ich drauf tapsel. Was auch komisch ist. Was mit dir? Okay, da konnte ich drauf treten und es kam irgendein komisches Schreigeräusch. Ich denke mal, es wird noch so ein Wurm sein. Okay, aber hier können wir nichts mehr machen. Nicht wirklich, außer wir verschwenden wieder einen ganzen Rucksack voll Sachen oder einen Granitblock. Gucke ich mal kurz wieder hier rein. Wir wissen, dass da ein Teleporter aufgeht, richtig? Also könnten wir den Stein schon mal da hinschieben. Ich hätte vorher abspeichern sollen. Aber ja. So, der Stein steht schon mal richtig. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Stein hier irgendwie drücken. Die Druckplatte. Aber die lässt sich nicht mehr auslösen. So, der Teleporter ist wieder da. Der bringt uns aber auch nur nach hier wieder zurück. Wie haben wir den Teleporter? Also als wir vorhin den Granitblock darauf geschoben haben und als hier noch die Steine drauf lagen, dann haben wir gesehen, dass da ein Teleporter aufgegangen ist. Jetzt ist immer noch der Granitblock auf dem Block, auf der Steinplatte, und hier sind die Steine auf der Steinplatte. Also müsste eigentlich der Teleporter auch da offen sein. Verstehe ich nicht. So. Die Platte können wir wieder nicht auslösen. Außer mit unserem eigenen Gewicht.
Das heißt, hier muss wahrscheinlich der Steinblock am Ende drauf landen. Das heißt, wir könnten theoretisch auch wieder einen von unseren magischen Blöcken benutzen. Was ich aber ungern würde, denn das ist unser letzter. Oder? Ja, das ist unser letzter Steinblock. Jetzt haben wir hier keine Teleporter mehr. Das ist ja auch komisch. Die Druckplatte geht immer noch nicht. Hier ist nichts. Und wenn wir dich drücken, passiert auch nichts. Ah, die Druckplatte muss gar nicht permanent gedrückt werden. Jetzt haben wir hier nur einen Teleporter, der uns nach unten bringt. Was uns jetzt gar nicht weiterhilft. Na gut, vielleicht habe ich das Rätsel ja auch schon irgendwie gelöst. Das heißt, ich gehe jetzt einfach in den Hauptraum zurück. Und guck, ob da sich irgendwas verändert hat. Also wir wollen eigentlich ja nur... wahrscheinlich hier rechts irgendwo hin. Das heißt, ich versuche immer mal wieder durch die Wände durchzugehen. Ah, da flackert noch was. Das markiere ich auch gleich mal. Das müsste hier sein. Dass ich es nicht später vergesse. Aber da kommen wir nicht ran. Da geht es auch nicht lang. Da geht es auch nicht lang. Hier geht es nirgendwo durch. Ah doch, hier geht's durch. Da geht es wieder nicht lang. Nicht lang. Aber hier haben wir eine unsichtbare Wand. Und wieder ein Wurm. Ja, aber wir speichern lieber zwischendurch ab. 79a. Und wir sehen uns gleich wieder.